Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. In unserer kleinen, schönen, sieht ein bisschen bewölkt aus. Aber man nix, die Leute sind hier glücklich, die Leute sind zufrieden, die Leute haben alles, was sie wollen, bis auf ihre missing Brillen. Dafür hatten wir das Betonproblem. Beton wird ja mittlerweile produziert. Das heißt, wir werden uns jetzt so langsam auch ums Messing kümmern. Jetzt muss ich bloß nochmal gucken, auf welcher Insel. Wir brauchen dafür ja, glaube ich, jetzt müsste ich mal gucken. Ja, wir brauchen Kupfer und Zink. Welche Insel wir das hatten? War das hier? Zink? Ja, es war hier. Alles klar. Was bauen wir hier ab? Also, okay, ich glaube, wir haben noch gar nichts. Kann man ja auch so gucken. Kupfer haben wir noch nicht. Zink haben wir noch nicht. Die beiden müssen wir auch schon. Quarz können wir eher auf die andere Insel machen. Und das hier, guck mal, das... Gut, das würde hier hingehen. Ja. Kupfer und Zink. Daraus müssen wir eine Messinghütte machen. Das könnten wir machen und darüber liefern lassen. Und das haben wir eh schon auf der anderen Insel. Alles klar. Und die braucht ja eh Ingenieure. Das muss auf die Hauptinsel. Aber zumindest das können wir machen. Ich glaube bloß, wir haben hier nicht genug Steine. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten, Holz könnte auch ein bisschen Mangelware sein. Das kriegen wir hin. Jetzt muss ich mal kurz was googeln. Haben wir, wo sind sie denn da? Ein Schiff frei? Wir sind alle auf Handelsrouten. Das ist unser Flaggschiff, ne? Ja gut, wir werden sowieso noch ein Schiff brauchen. So, jetzt will ich mal was googeln. Und zwar, die Clipper ist eher ein Frachtschiff, ne? Und das ist ein Kriegsschiff, ne? Jo. Wir brauchen aber rein theoretisch eigentlich auch noch ein Flaggschiff. Was ist das hier eigentlich? Wir bauen das Flaggschiff. Keine Ahnung. Arbeitskräfteauftrag umschalten, um mehr Arbeitskräfte vom selben Typ aus anderen Gebäuden zuzuweisen. Alles klar. Wir weisen... bestimmt sagen, ach so, wo die Schiffe hin sollen. Alles klar, ja. Nee, nee, das kann er erstmal bauen. Und dann würde ich sagen, bringen wir mit unserem schönen... steht zu Diensten. Ja, mit unserem Flaggschiff erstmal ein paar Ziegel und Holz rüber. Expeditionmäßig haben wir sogar einen am Laufen. Sehr schön. Kann er machen, kann er machen. So, nun machen wir... Ach so, das läuft noch langsam hier. Deswegen. Wo gerade Sorgen. So geht das noch auch nicht. So, Ziegel und Holz muss erstmal rüber. Das geht erstmal vor. Holz, Zegel und Eisen. Ich glaube, das brauchen... Eisen haben wir kaum noch was. Eisen lassen wir mal hier. Ich glaube, das wird reichen, was wir drüben haben. So, das war die hier, ne? Das war die hier. Den schieben wir hier mal hin. Hier muss auch noch dringend Bewaffnung hin. Und ich werde jetzt demnächst auch mal eine kleine Kriegsflotte aufbauen von so zwei, drei Schiffen. Einfach aus dem Grund. Da muss ich mal gucken, wie viel Segel und Kanonen wir haben. Der Pirat da drüben geht mir so auf den Senkel, dass ich dem mal etwas stutzen werde. Da werde ich immer in der Zwischenzeit gucken. Segel, Segel. Gut, Segel haben wir genug. Und Kanonen bestimmt auch, oder? Jo. Gut, den können wir später aufbauen. Allerdings muss das hier jetzt erstmal fertig werden. Das dauert ein Weilchen. Oder kann man mehrere bauen? Gut, davon möchte ich mindestens drei Stück haben. Ah, das sollte reichen, oder? Geht ja. Geht, sehr schön. Man kann sie in Reihe schalten. Das wusste ich nicht. Schön zu wissen. What? Prinzessin Quing hat Anteile. Nee, Lady. Nee, hier werden keine Anteile zurückgekauft. Da hättest du wo gehen. Da hättest du wo gehen. So. Meins. Alles meins. Genau, genau. Ist mir darüber unruhig, dass Sie Ihre Insel übernehmen können. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ich will deine Insel nicht übernehmen, Lady. Was wird das denn kosten? Kann ich mir hin nicht leisten. Aber fast. So, den können wir doch auch mal... Wir hatten doch bei ihm auch Sachen übernommen, oder nicht? Jo. Gefällt ihm ja jetzt auch nicht so. Wir sind 8000 im Plus, aber das ist mir ziemlich egal, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Hier ist er auch schon gierig dabei. Ah, die könnte ich mir sogar kaufen. Ich meine, verdient tue ich da nicht viel, aber... Je größer die Kluft zwischen Arm und Reich, desto mehr Blut wird am Ende fließen. Ja, halt den Schlibberfäß, mein Freund. Ich werde mal kurz in Diplomatie reingucken. Wir wollen uns das ja nicht verschätzen mit ihm hier. Einschmeicheln, sehr wahrscheinlich. Leicht erhöht. Okay, wir probieren es mal. Natürlich. Frag mich, was du willst. Was das immer dir gerade auf dem Herzen liegt. Ich bin wie ein offenes Buch für dich. Ja, ja. Bei ihr erhöht, naja, wahrscheinlich hier. Ich bin dankbar für ihr dargebrachtes Vertrauen. Bitte. Und du?
Wahrscheinlich... Der stolze Vater einer aufstrebenden Nation. Das höre ich gerne. Ja, ja, ja. Sieh zu, dass du lieber mal wieder... Ich sehe, Sie haben verstanden. Gut, mache ich zwar nicht gern, dem alten Ravka unter Geld in den Holz schieben. Wahrscheinlich geht immer noch. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Ah ja, aber jetzt wird es auch nicht mehr gehen. Nein, unmöglich. Leicht erhöht. Okay, aber es wird besser, es wird besser. Kann ich jetzt vielleicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Unmöglich. Leicht erhöht. Naja, naja, naja. Da muss ich mir noch ein bisschen hustufen. Aber ich kriege wieder Frieden mit ihm. So, meine Beagle ist inzwischen da. Wunderbar. Erwartet Anweisungen. Den wollen wir doch mal hier. So. Erstmal anfangen. Jetzt nur die Frage, wohin, ne? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal die Kupfermine. Jetzt habe ich den Beton vergessen. Genau deswegen haben wir es doch gemacht. Genau deswegen haben wir es gemacht. Wer ist das? Das ist meine Beagle, aber wer ist das? Achso, der schleppt den Zement hier rüber. Okay, und der? Meine Schiffe, du... Ei, ei! Jo, mein Fehler. Hab natürlich mal wieder den Betonfee gesehen. So, das ist auch eins meiner Schiffe, ne? Da fällt mir was ein. Ich meine, wir haben inzwischen 36 Beton, aber... Muss das hier nicht auch noch gebaut werden? Exportbüro? Ah, braucht aber auch wieder Beton, ne? Der Beton geht mir ehrlich gesagt deutlich zu langsam. Wo hatte ich den Beton mit aufgebaut, wenn ich so fragen darf? War es eine Siederei? Das sind die Schweine hier. Hier nicht, ne? Lagerhalle. Der letzte Schliff und... Fensterfabrik. Also auch eine Fensterfabrik, okay. Ich weiß, dass ich Beton hier irgendwo hatte, aber die Frage ist natürlich, wo? Das zeige ich mir jetzt aber auch nicht an. Wo, ne? Da ist sie. Da ist sie. Sehr schön. Upsala. Weil ich habe nur die eine, ne? Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Die arbeitet zu 100%. Ja, aber könnte ich noch eine zweite? Eisen. Hätten wir noch ein bisschen was auf Vorrat? So wäre das nicht. Ich muss gucken, wie es mit dem Zement aussieht. Ah, Zement sammelt sich aber auch an. Ich glaube, ich könnte noch eine zweite. Ich probiere es zumindest mal. So. Ah, arbeitermäßig haut er es noch hin. Damit Beton ein bisschen schneller geht. Das müssen sie eigentlich gleich kriegen. Ja, er holt ja auch schon. Sehr schön. Kann sein, dass Eisen ein bisschen zu knapp wird, aber da müssen wir gucken. Der Beton muss schneller gehen, sonst kommen wir ja nicht voran. Ich glaube, den brauchen wir später auch. Schiff vom Stapel gelaufen. Zum Ausbauen. Ein so, neuer Auftrag? Den kann ich schon mal rüberschicken. Der soll später hier das Messing hier holen. Der kann erstmal hier stehen bleiben. Sind unterwegs. Weil das holt ja gleich mal eine Beagle, die ist auch gerade eingetroffen. Den Beton. Auch wenn ich ihn hier auch brauche, ich nehme ihn jetzt erstmal mit. Beton, Beton, Beton. Wo ist er denn? Da. Sehr schön. Ich hoffe, dass der Beton jetzt ein bisschen schneller produziert wird. Mit zwei. Ich befürchte bloß, dass mein Eisen auf Dauer natürlich nicht ausreichen wird. Aber er fängt auch an zu produzieren. So ist es nett. Boah, Eisen. Kann man das nicht hier nachgucken? Dann muss ich mal was gucken. Produktion. Eisen, 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 Eisen. Das Coole. Ja gut. Versorgung ist hier nicht mehr so gegeben. Nachfrage, ja gut. Kommt mal drauf an. Aber hier ist halt das Problem. Die Nachfrage ist wesentlich höher als die Versorgung, ne? Mal gucken mal, Nachfrage. Aktuell. 6, also 6 Betriebe quasi ziehen Eisen, während für 5 Betriebe ungefähr produziert wird. Jetzt muss ich nochmal was gut gehen, bevor ich jetzt neu baue. Weil Eisenerz haben wir, glaube ich, einen Überschuss an Produktion. Yo. Müsste rein theoretisch eigentlich nur eine Eisenschmelze bauen. Die hatten wir, glaube ich, bei Arbeiter. So eine. Aber wir haben die 100 Arbeiter nicht. Das kriegen wir aber hin. Bloß wohin, wohin? Das soll ja noch nicht unbedingt in die Stadt, ne? Ah, wenn ich hier noch mehr hinbaue, das schafft der eine nicht. Das ist zu viel. Und hier auch blöd wegen der Jagdhütte. Ich meine, ich könnte den hier hinstellen. Das reicht doch noch mit dem Marktplatz, oder? Jo, den ist ja außerhalb.
des Bereiches. Klar, jetzt haben wir zu wenig Leute, das lässt sich aber einrichten. Wir haben eh zu viele Bauern. Also müsste ich eigentlich nur mal... Wo mache ich es denn am besten? Hier haben wir schon alles. Ich würde sagen, hier, dann müssen wir es Stück für Stück machen. Ein bisschen aufrüsten, so ist das nett. Wir lieben sie. Ja, ich dich auch. Gut, den hier nochmal haben wir gleich. Siehst du mal, wie glücklich die Bewohner sind. Sie lieben mich. Arbeitet, hier wird nicht geliebt. So. Haben wir aber das Problem erstmal wieder behoben. Bauern haben wir immer noch mehr als genug. Ja, auch die kriegen gleich alles. So, den können wir uns hin, mich endlich mal dran machen. Guck mal, die Beagle ist inzwischen auch da. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Mit dem Bauen. So, jetzt noch mal. Ingenieure war das Ganze, ne? Jo, damit wir endlich mal Kupfermine. So, wo waren hier Kupfer? Da? Das ist nix Kupfer. Da ist Kupfer, da, okay. So, das braucht alles Arbeiter, ne? Kupfer. So, und wo ist Zink? Da muss ich jetzt echt mal gucken. Zink ist wahrscheinlich hier. Jo. Ist natürlich alles ein bisschen doof. Das liegt ja kilometerweit auseinander. Okay, dann machen wir es mal anders. Hier kommt ein Lagerhaus hin. Sollte reichen eigentlich, um das hier abzuholen. Hier muss ich wohl, ob es mir gefällt oder nicht, einmal rüber. Und dann würde ich sorgen, hier mit ran, wa? So, was muss da trotzdem verbunden werden? Dann nützt ja alles nichts. So. Und jetzt meckert er ja rum, dann kann der sich darum kümmern. Und dem hier müsste ich rein theoretisch auch ein eigenes Lagerhaus geben, weil das ist alles viel zu weit auseinander. Den machen wir das so. Der kann sich hier drum kümmern. So. Und das müsste rein theoretisch auch hier mit angeschlossen werden. Machen wir so. Auch wenn das hier echt blöd aussieht. Ne? Das so funktioniert, wage ich ja ehrlich gesagt zu bezweifeln. Aber wollen sie da durch die Brüstung fahren oder... Machen wir mal so, ne? Auch wenn es aussieht, als wenn es verbunden ist. So, dann können die nämlich hier schon mal definitiv ein bisschen produzieren. Zumindest Zink und Kupfer. Und dann brauchen wir natürlich eine Messinghütte. Wir brauchen 25 Arbeiter. Haut sogar noch hin. Sehr schön. Den Beton haben wir auch noch. Glas haben wir hier auch schon. Warum auch immer. Bedüm. Guck mal, hier ist eh nur ein Lagerhaus. Zack. Der kann sich dann aus dem Lagerhaus das Messing holen. Ja, und auch halt das Zink und das Kupfer. Und macht daraus Messing. Das Messing transportieren wir dann rüber auf unsere Insel. Da muss ich jetzt bloß gleich mal googeln. Was war das gerade für eine Meldung? So, das hatten wir erledigt, das Problem, ne? Ejo. Der andere hier. Da, so geht das aber nicht, mein Freund. So geht das nicht. Hat sich ja doch tatsächlich ein Teil zurückgeholt. So nett. Na, kaufst du dir immer alles, was du haben möchtest? Wenn's einen dir... Abschluss etwa? Einen Doktortitel? Den Vorsitz der Fakultät? Wenn's dir gehört, kauf ich's auf jeden Fall, mein Freund. Die Bedingungen sind schlecht. Ein anarchistischer Demonstrant dort Unruhe zu stiften, wenn sie nicht seine Forderung erfüllen. Strafe, Feuer. Was willst du denn? Ah, Sie sind das. Versorgen Sie die Einwohner mit 21 Irgendwas Tonnen Stahl. Oh, das habe ich doch alles, ne? Hier können wir gleich wieder abschließen. Ja, hier bitte. Nicht weniger als uns zusteht. Okay, ich muss hier gleich nochmal gucken, wegen Glas Hoffentlich und... Hoffentlich sucht es uns nicht Quarz. Heim. Aber einmal kurz hier, hinter Gittern. Die Verlängerung ihres Aufenthalts in diesem Hafen ist nicht freiwillig erfolgt. Obskure Gesetze wurden gebrochen. Und ihre gesamte Besatzung wurde unter dem Vorwand festgenommen. Grenzen, deren Natur nach wie vor unbekannt ist, seien nicht beachtet worden. Schwer bewaffnete Ausländer führen ihre Mannschaft durch die verschlungenen Straßen ihrer Stadt. Ins örtliche Gefängnis und an einer Reihe soeben aufgeknüpfter Verbrecher vorbei. Bevor sie eingesperrt wird, es gibt nur zwei Wärter, denen der Köpfe vor Müdigkeit immer wieder die Brust singen. Unterschätzen sie ihre Mannschaft? Das heißt, meine Mannschaft ist verhaftet. Ich muss sie wieder rauskriegen. Die Wärter vergiften, da bin ich nicht ausreichend vorbereitet.
Ein Fluchttunnel graben hat immerhin eine Erfolgschance von 20%. Oder die Verteidigung auf das Verfahren vorbereiten hat eine Erfolgschance von 10%. Ah, das sind die Fremden, ey. Den sollte man nicht trauen. Wir probieren mal den Ausbruch. Was? Expedition gescheitert? Dieser Fehler bringt das Fass zum Überlaufen. Ihre Mannschaft hat alles Vertrauen in seine Vorgesetzten verloren und beschließt, auf eigene Faust weiterzumachen. Es ist eine handfeste Meuterei. Ihre Expedition ist verloren. Die Expedition fordert ihren Tribut und die Moral ist auf einem Tiefpunkt. Desertion, Streit und knappe Vorrede, offene Meuterei, auf geheimnisvolle Art verschwundene Seeleute und tapfere Frauen und Männer, die der Wahnsinn packt. Dezimieren die Mannschaft und verwandeln dieses Abenteuer in einen Albtraum. Ihre Expedition ist gescheitert. So ein Schiff hier ist weg, oder was? Die können also erscheinen? Ich hab da Pläne für neue Expeditionen. Ja, nun ist auch mal gut hier. Ich hab ja momentan nicht so wirklich schifffrei, mein Freund. Oh, wir kümmern uns gleich nochmal. Definitiv nochmal eine Expedition. Ich brauche ja die Sachen. Das geht ja so nicht. Ah, der produziert schon wieder Beton. Ich wollte googeln, ob ich genug Quarz produziere und Fensterscheiben. Produktion. So. Und mein Schiff ist wohl weg, war was auf der Expedition, ne? Auf jeden Fall Quarzsand. Na, gut, Quarz haben wir noch ein bisschen nach. Das ist ein bisschen wenig. Glas scheint zu funktionieren. Okay. Aber Quarzsand. Gut, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich glaube, das Schiff ist weg. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das war Handwerker, ne? Glaube ja. Quarzgrube. Wir haben auch nur eine einzige Quarzgrube, wenn ich das mal so ganz dezent nebenbei erwähnen darf. Hier komme ich keinem in die Quere, ne? Nö. Gut, gut. Was braucht die eigentlich an Arbeitern? Normale Arbeiter, okay. Reicht noch, den sollten wir das bloß nochmal verbinden. Das wäre schon wichtig. Hier auch einmal. So, dann sollte auf jeden Fall genug Quarz vorhanden sein. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Mein Schiff ist, glaube ich, wirklich jetzt verloren, ne? Also der Kleber, der soll das näher liefern, das ist mein Frachtschiff. Alle anderen Schiffe sind Fuji. Inaktive Schiffe. Ja, das sind die beiden. Auf Handelsroute, das sind jede Menge. Auf Patrouille ist keins. Auf Eskorte. Auf Durchreise ist auch keins. Okay. Das will ich. Okay, dann müssen wir erstmal ein neues Schiff bauen. Ich denke mal, dann nehmen wir auch ein schönes Kriegsschiff. Da brauchst du mehr rauf oder so. Eins nach dem anderen. Ich baue ja gerade eine Flotte. So ist es nicht. So, den kann ich hier ja rein, da rede ich schon mal. Weil mehr sind wir drüben produziert. Glas haben wir hier genug. Schimmer. Die aufbauen, ne? Eine sollte ja von Anfang an reichen, hoffe ich. Wie sieht denn die aus? Kann ich sie in die Stadt bauen? Jo, ne? Obwohl, die sollte Marktplatz in der Nähe haben. Sieht aber nicht schlecht aus. Ah, aber entweder baue ich die hier vorne hin. Das könnte, obwohl, ist ein bisschen weit weg vom Kontor. Ah. Mama. Wenn ich sie hier so hinzimmer, da ist der Marktplatz noch dicht genug dran, ne? So richtig? So eher, ne? Oder? Ah, hier ist keine Tür. Da sieht zwar auch nicht aus nach Tür, aber... Wo ist denn hier die Tür? Das hier vorne, ne? Ich stelle ihn so hin. Ah, das hier sind die Türen. Okay, der steht richtig rum. Alles klar. Der braucht Glasomessing und wir brauchen auch ein paar Ingenieure. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Wir haben ja erst die vier Häuser hier. Sie so, mein Freund. Hebt euch empor. Du hast die Ehre aufzusteigen. Genau. Einen machen wir noch, dann reicht das erstmal wieder. Sehr schön, sehr schön. Wieso haben wir nur noch so wenig? Im Plus? Wegen den neuen Bauten, ne? Da muss ich gleich mal googeln. Aber gut, wir haben ja trotzdem noch eine Million. So ist es nicht. Was sagt denn hier unten? Das Messing hat sich inzwischen mal ein bisschen was angesammelt. Das wäre ja schon sehr schön. Goldbarren, nee, die wollte ich auch nicht. Wow, 4 Messing haben sie ja schon geschafft. Doch schon so viel. Aber das Ding überhaupt, Mensch, oder was? Wo ist denn das Messing-Ding da?
Ja, zu 100%. Bloß halt sehr, sehr langsam. Aber er arbeitet. Gut. Dann müsste ich noch was gucken. Die Messingschmiede, die braucht nämlich eine Minute für einen Messing. Gut, der braucht eine Minute 30. Also rein theoretisch müsste sich das hier ansammeln. Ich will nur mal was gucken. Da wird drüben wahrscheinlich irgendwann mal ein Eisenproblem kriegen. Habe ich hier einen Eisenüberschuss? Nicht wirklich. Ich meine Eisen. Ja gut, Stahl habe ich keinen Überschuss. Eisen schon. Eisen habe ich drüben aber auch genug. Okay. Das Schiff Horse. Wasserratte 2. Okay. Hornelsruden. Richten wir es erstmal ein. Ruder einrichten. Hornelsruden. Dann soll die Wasserratte 2. Die Wasserrute allein schon. Die Wasserratte 2 nehmen. So, das ist die Insel hier. Da, mein Freund, sollst du laden. Dein gute Messing. Messing ist immer gut, wissen wir doch. Messing, Messing. Aber warum so wenig? Mehr Messing. Ah, das wird sich wohl ansammeln, hoffe ich. Oh, immerhin schon mal 5. Und Ausgleich alle 3 Radräume voll, mein Freund. Auch wenn das noch. Oder 4 sogar. Wenn es denn geht, hat das Schiff warum so viel Platz? Ja, 4 geht. So, und natürlich sollst du das hier hinbringen, nach Nordlicht. Da sollst du es aber allerdings ausladen. Sehr schön, annehmen. Ich meine, der wird jetzt nicht viel mitschleppen können. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, den müsst ihr jetzt einladen. Meine Beagle schicke ich gleich wieder nach Hause. Und ich glaube, für hinten reichen auch 2 Kriegsschiffe. Dass ich das dritte vielleicht auf eine Expedition schicken könnte, würde ich schon gerne, ehrlich gesagt. Das Scheitern darf ja nicht wahr sein. Der hat 6 Stück eingeladen. Alles klar. Zu Diensten. So, der darf erstmal nach Hause fahren. So. Achtung, Admiral anwesend. Meine gute Frau Holly. Aber Frau Holly, kriegt das mal ein anderes Aussehen? Feierlicher Skin? Na, obwohl? Obwohl? So schlägst du dir doch nicht aus, ne? Aber ehrlich gesagt gefällt mir hier... Ah, das ist jetzt nett. Häpstlich ist auch nicht. Was war das? Das Königliche, gell? Schiff unter Beschuss. Jo, Junge, Junge, Junge. Genau, da sind wir dran. Sind unterwegs. Warte mal, warte mal. Das Pirat, Pirat? Ja, natürlich, der Pirat. Ich werde dich sowas von Grund und Boden bomben, mein Freund. Du kriegst das Schiff doch sowieso nicht. Guck mal, das fällt da schon wieder raus. Ja, ja. Und ihr sagtet ja auch... Ei. Ah, das... Genau. Der Pfeil zeigt die Windrichtung an. Also fährt das Schiff quasi auch schon wieder fast gegen den Wind. Aber würde ihn genauso betreffen. Aber der ist kleiner und kann natürlich besser navigieren, ja. Wusste nicht, dass das hier eine Rolle spielt. Auf Ihren Befehl. Gut. Der wird das Schiff nicht mehr kriegen, der fährt hier ja gleich aus der Grenze. Alles klar. Und repariert wird das eh wieder, wenn es zu Hause ankommt. So, und den guten Kahn. Ich will nur mal kurz gucken, ob ich irgendwelche Ordens habe, die ich einladen kann. Ich glaube es aber nicht. Rathaus, Rothaus, Hafen aus Roy, Handelskomma, Handelskomma, Kriegsschiffe, Angriffsgeschwindigkeit plus 10%. Für Expedition hat sogar Gefäßkunde, Navigation. Du kommst aufs Schiff. Und er hier ist Handelskomma, Handelskomma. Oh, das ist zu. Gut, zumindest ein Teil. Hier, da rüstet er aus. Wunderbar. Und das, die gute Frau Holly schicken wir mich jetzt auf Expedition. Haben zwar nicht viele Momente, Land der Löwen will ich im Moment nicht. Das ist ein DLC, den probieren wir die Piratenjagd. So, die Admiralität hat den Offenholz einiger Piraten offengelegt, die das Gebiet terrorisieren. Dann terrorisieren wir mal zurück. Gefäßkunde höchstwahrscheinlich, Kampfkraft wahrscheinlich, Jagdglück möglicherweise. Mögliche Belohnung, Piratenschätze. Die Frau Holle, wieso hat die es gerade frisch gebaut? Wieso hat die so wenig Moral? Tipptopp. Oh, Gefäßkunde haben wir ja schon mal durch das Item. Sehr schön. Rationen müssen definitiv auch an Bord. Das ist wichtig. Dann nehmen wir Fisch. So, warte mal. Bringt irgendeiner von denen noch vielleicht Kampfkraft oder so? Nö, ne? Redegabe, Geschick. Dort, der würde Kampfkraft bringen, der Metka. Hack, zack. Alles klar. Und die Glaube. Gut, wir nehmen ihn mit. Sparten wir sind Eudems. Und wir brauchen aber definitiv noch Jagdglück. Und das war dort, ne? Jo.
Gut, die Moral ist jetzt nicht die beste, aber es könnte klappen mit 57%. Expedition beginnen. Dann kommt er schon mal los und da müssen noch zwei Schiffe im Bau sein. Jupp. Damit jagen wir den später den Piraten. Dann wird es wohl jetzt mal klappen, hoffe ich. Messing ist auf dem Weg hierhin. Ich meine, arbeiten kann er nicht. Was ist denn das hier? Krankheitswahrscheinlichkeit, das ist so. Halten Sie sich besser die Ohren zu. Ach, der arbeitet ja schon. Siehst du mal, der arbeitet ja schon. Ja, wunderbar, dann dürfte die Geld auch gleich wieder steigen. Er braucht ja eh eine halbe Ewigkeit. Also so ist das nicht. Gekriegt haben die auch noch nichts, ne? Doch, doch, doch. Hält anscheinend auch etwas länger an. Wunderbar. Moin, die sind immer noch nicht ganz voll, die Ingenieure. Das ist klar. Als nächstes wurde dann erstmal der gute Kaffee kommen. Müssen wir aber erstmal freischalten. Bedingung 1000 Ingenieure. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufrüsten. Hier ist auch noch alles zu. Hochräder. Oh Mann, was die nicht alles haben wollen, ne? Gut. Erstmal Häusers Ingenieure hochrüsten. Ich könnte niemals die Sicht der Handwerker verstehen. Kunst ist Wissenschaft. Elegant und schön, aber mit Sinn. Ah ja, okay, ja, dann lass mich nicht mal deinem Glauben. Schwere Geschütze, Hochräder, Dampfmaschinen, Treibstoff, also später auch noch. Wo ist denn der Kaffee, wenn ich mal so fragen darf? Kaffee wird wahrscheinlich, da bin ich mir sicher, auf der Liste. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Das ist zwar nicht wahr, aber gut. Das Spiel lief doch mindestens 1,5 Stunden im Hauptmenü. Weil ich wollte eigentlich heute Morgen schon aufnehmen, hat das Spiel gestartet. Du kamst was dazwischen, musste schnell einkaufen, bla bla blub und so weiter. Kennt man ja und hab das Spiel einfach laufen lassen, weil ich eh nicht vom PC war. Aber die Zeit zählte anscheinend dazu. Guck mal, dann kann ich in der Zwischenzeit ja auch schon mal das Exportbüro bauen. Wir haben inzwischen ein bisschen Beton. Genau wie die Anlegestelle, da fehlt Stahl. Wieso fehlt Stahl? Ich hab doch kaum was gebaut hier. Ja, fällt mir gerade mal... Das sehe ich gerade. Wo ist denn hier mal eine Stahlproduktion? Ist da vielleicht was explodiert oder so? Nö, die läuft doch. Zu 100%. Was verbrät denn hier die ganze Zeit mal Stahl, sag mal? Dann wollen wir mal was gucken. Stahl. Verkauft wird er auch nicht. Nimmt ab. Verfügbar 16, reserviert 0. Was verbrät denn hier mein Stahl, wenn ich mal so fragen darf? Aber ihn tut er jedenfalls. Hab keine Ahnung. Ah, kam bestimmt die Aufwertung hier, ne? Lass mich raten. 2 Stahl und ich habe ein paar Stück und dann habe ich noch gebaut und ja, gut. Müsste Stahl aber wieder mehr werden. Zumindest habe ich schon mal einen mehr gebaut. Die Anlegestelle noch nicht. Ist aber das Einzige, was noch fehlt, ne? So, und die bräuchte 40 Stahl, okay. Bin echt überlegen, noch eine Stahlproduktion zusätzlich zu bauen. So, der war auch erst da, das geht aber auch langsam höher, oder? Na, ganz langsam. Wir müssen es sowieso mal gucken. Inzwischen geht noch ein Dreher, ne? Bräuchte auf jeden Fall Sachen, die ins Lager gehen oder etwas, was ich zu viel habe. Schnapsen, so lagern wir ja schon. Wie wäre es mit Weizen? Naja gut, er macht ja sowieso nie alles. Aber was können wir gebrauchen? Was können wir gebrauchen? Das ist die Frage, ne? Wie wär's zum Beispiel mit Stahl? Aber ich glaube, das steht hier nicht zwischen, ne? Steht schon zwischen. Ist aber noch gesperrt. Gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Jo, mein Freund. Jo, warte Moment, warte Moment. Weißt du was? Ich hol da ein bisschen Eisen mit rein. Haben wir eh zu viel. Dann baue ich hier gleich noch eine Stahlproduktion auf. Was ist denn hier los? Glück und Licht! Stockfies ist voller Freude! Ja, das freut mich doch! Verhängnisvolle Reise! Eine Expedition endet als Fehlschlag. Verzweiflung herrscht nach der Rückkehr eines Expeditionsschiffs, dessen Besatzung wahnsinnig geworden ist. Vielleicht ist es besser, nicht zu wissen, was auf der verhängnisvollen Reise geschah. Die Bedingungen sind schlecht. Können wir doch den Schrecken nie völlig begreifen? Ah, wir brauchen den Piraten besser werden. Wir machen's mal. Nur ein wenig Beachtung. Mehr braucht's nicht. Okay, okay. Ah, gut.
Ein Rival hat Anteile erworben. Auf der Sitzung der Anteilseigner werden Anwesen zufolge die finsteren Absichten des Käufers offenbart. Eine Übernahme erfolgt, falls der Rivale die Majorität erwirbt. Können wir ein Stück vom Kuchen zurückkaufen? Siehe Seite 13 bis 14. Ah, gut, warte mal, da müssen wir mal ein bisschen rumbasteln. Hier. Ich fürchte, ich denke, die Leute werden es schlucken. So, das können wir so lassen, dann ist wenigstens plus minus null. Wir öffnen ihn. So, und das hat er jetzt genommen. Jo. Hoffentlich kloppt das. Werden wir sehen. Allerdings haben wir davon aktuell zu viel. Wie hat er ja schon mal ein bisschen mehr, was er hier annehmen kann. So, meine gute Stallproduktion. Wie gesagt, der macht Kanonen. Der. Deswegen für Scheiße wenig Stall. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Es ist gerade ein unterwegs, mein Freund. Der arbeitet. Er macht aus Stahl Stahlbarren. Ja, das wissen wir. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Weil Stahlbarren? Warte mal, jetzt muss ich mal was googeln. Stahlbarren hatten wir doch, glaube ich, genug, ne? Naja. Könnt davon auch einen hinstellen und davon noch einen hinstellen. Also quasi bräuchten wir. Dann wird es gleich knapp mit Abo dann. Die beiden nochmal. Ah, hier ist aber auch der Holzfäller, ne? Die Köhlerei, siehst du mal? Den stellen wir hier hin. So, den stellen wir so hin und den kann ich hier nämlich nochmal. So ein schönes Lagerhaus hinzimmern. Na, so. Den können hier die Wege zwischen. Dann passt das auch. So, war das jetzt richtig? Hochofen, der macht Stahl und... Ne, jetzt habe ich zweimal den gleichen gebaut. Ich bin auch so ein Dödel manchmal, das kannst du keinem erzählen. Der sollte doch dahin. Und das ist natürlich wieder... Ja, ja. Okay, warte mal, das ist natürlich... Was das machen wir so. So. Und den kann ich hier einmal kurz ein Stück Weg... Wieso jault der da rum? Der hat doch eine Außenanbindung. So, dann kommt den nämlich hier hin, dann passt das doch. So, was hast du für Probleme, mein Freund? Eine Inspektion. Gut, zu wenig Arbeiter, ja, das wissen wir. Da müssen wir extrem viel. Aber jetzt dürfte die Produktion ja mal zum Potter kommen. Der macht auch nochmal Stahlbahn und Eisenerz haben wir wirklich mehr als genug. Jo, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Wir haben eh. Lassen Sie hochleben. Wie gesagt, wir haben eh zu viele Bauern. Da brauchen wir wahrscheinlich auch wieder. Ne, nur Holz. Das ist sehr schön. Das kriegen wir alle sehen. Das ist kein Problem. Die dürften auch sehr schnell die Häuser voll werden. Den klappt das alles. So, Bauern sind immer noch genug da. Den hier nochmal. Wunderbar. Kann man gleich einen ganzen Schwung machen, wenn sie mich später zu Ingenieuren werden sollen. Brauchen wir sowieso mehr? Ich glaube, ich mache eh erstmal hier vorne. Sieht zumindest ein bisschen besser aus, diese Arbeiterhäuser. Ich muss was aufpassen, dass ich halt genug Schiff Bauern behalte. Vom Stapel gelaufen. Sehr schön, der Kahn ist auch fertig. Brauche ich später für den Piraten, aber erst muss noch der zweite dazukommen. So, aber da wird schon fast. Wunderbar. Ich hoffe, dass sich zumindest Messing ansammelt. Oh, das werden wir sehen. Immer noch nicht genug. So langsam müsste es ja mal reichen, ne? Ich meine, es fehlen ja so 12 Arbeiter. Ich glaube, es ziehen ja noch Leute ein, ne? So ist es nicht. Hoch die Tasche. Ja, ja. Auf den Boss. Das wird schon. Bauern haben wir auch noch genug. Wunderbar, wunderbar. So, prüfen wir doch einmal gutes Messing. Stallträger, und das müsste jetzt auch laufen. Ja, gut. Dürfte jetzt gehen. Warte mal, Messing wollte ich gucken. Messing. Nachfrage, Versorgung. Ah ja, gut, es muss erstmal wieder die Messinglieferung kommen. Aber hier das Lüft. Guck mal. Ja, die Versorgung ist höher als die Nachfrage. Die haben alle ihre Brillen. Sehr schön, sehr schön. Die werde ich sowieso... Ich bin der Trägheit erlegen. Jo, das glaube ich dir sofort.
Das glaube ich dir sofort. Ich weiß noch nicht, wo Kaffee ist, was sie haben wollen. Was willst du bei mir, mein Freund? Und hier müsste noch ein Schiff im Bau sein, ne? Jo. Wunderbar. So, eines der Schiffe angegriffen, das haben wir ja. Bau des Schiffes beendet, das kann auch alles raus. Der ist unterwegs, das wird wohl klappen. Sehr schön. Also bevor der am Ende, schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's ja weiter. Bye, bye.